als auch bei dir etwas Gutes zu tun. Oder anders gesagt, etwas Neues. Gott liebt es, Leben zu verändern. Gott liebt es, Neues zu schaffen. Von Ewigkeit bis Ewigkeit macht er neue Dinge. Dinge werden zu uns kommen auf eine neue Art und Weise. So erwarte etwas Neues von Gott heute. Bevor wir zur Predigt gehen, will ich eine Geschichte erzählen. Eine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Ihr wisst, dass ich irgendwie es schaffe, Deutsch sprechen zu können. Das kommt aufgrund der Tatsache, dass ich Germanistik studiert habe. So, in Nigeria damals, 90 bin ich in die Uni gekommen, Germanistik zu studieren. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir saßen alle da in der Klasse, bei Professor in seinem Büro, 12 Leute. Es war eine wunderbare Familienklasse, 12 Studenten und Professor. Und am ersten Tag haben wir mitbekommen, dass nach dem vierten Semester bekommt die beste 4 Studenten Stipendium nach Deutschland zu gehen. So am ersten Tag haben wir gehört, die beste 4 Studenten am vierten, nach 2 Jahren, gehen nach Deutschland für ein Semester. So jeder fängt an, in diesem Wettbewerb mitzukämpfen. Und der Professor hat uns gesagt, wir sollen lernen, jeden Tag mindestens 2 Stunden zu verbringen, zu lernen, besonders Grammatik. So habe ich mein Uni-Studium angefangen und ich habe damals 2 Freunde, ich habe ihren Namen vergessen, die beide studierten Kommunikationsscience, wie nennen wir das? Kommunikationswissenschaft. Und wir hatten damals eine Tradition, jeden Tag sind wir in die Bibliothek gegangen. Jeden Tag, Montag bis Freitag, war ich in der Bibliothek bis 22 Uhr. So, ich habe mein Studium gut angefangen. Mein Ziel war es, eine von diesen 4 zu sein. Und ich kann mich noch gut erinnern, ein Prophet kam zu uns zu Hause und hat prophezeit über mich, dass ich einer von diesen 4 bin. Und am Ende des ersten Semesters haben sie ein Ergebnis gemacht, zu bewerten. Und tatsächlich, ich war der Nummer 1. Ich hatte 70% und der nächste hatte 30%. So, Sicherheit. Aber dann habe ich mich hingegeben in den Glauben für das zweite Semester. Und ich, vielleicht bei mir, wenn ich irgendwas mache, ich mache das manchmal gut übertreiben. So, ich ging im Glauben. Ich fing an, Gott zu dienen. Nun, ich gebe euch meinen Tageswochenablauf damals. Sonntag hatten wir in der Gemeinde 7.30 Uhr Abendmahlgottesdienst. Ich war der Schlagzeuger und der Technikmann. So, ich war schon da, bevor 7.30 Uhr. Nach dem 7.30 Uhr gibt es 10 Uhr Gottesdienst, wahre Gottesdienst. Ich bin mal da, Schlagzeuger. Und nach dem 10 Uhr wahren Gottesdienst gibt es sofort Jugendgemeinde nach dem Gottesdienst. 2.30 Uhr. Bis 14 Uhr. Ich war dabei. Und nach dem Seejugendgottesdienst gab es die größte Studentengemeinde, Ibadan Varsity Christian Union, von 1000 Leuten. Ich war dabei. Und danach gibt es 16.30 Uhr Boys Brigade, wie Pfadfinder, wo ich noch gehöre. Und das ist ein Zeichen davon. So, ich war noch dabei. Und nach diesem 19 Uhr gibt es einen Gebetskreis, zu dem ich gehöre. Gegründet von Reverend Johnson, Rabboni Christian Fellowship. Und ich war der Assistentleiter. Ich war dabei. Und dann gehe ich nach Hause, 10 Uhr, irgendwann 22 Uhr nach Hause. Das ist mein Sonntag. Montag gehörte ich zu einer dieser Gebetsgruppe, trifft sich auch montags, 19 Uhr bis 22 Uhr. Dienstag gibt es 17.30 Uhr bis 20 Uhr unsere Jugendgemeinde Bibelstudium. Mittwoch habe ich 16 Uhr bis 18 Uhr Boys Brigade
und danach kommt 19 Uhr bis 22 Uhr über den Fasten Christi Union, diese große Gemeinde. Und da war ich dabei. Und Donnerstag gab es diese SCM, die zweite große Gemeinde, Studentengemeinde, mehr als 800 Leute, 19 Uhr bis 22 Uhr, ich war mal dabei. Und Freitag gab es Lobpreisübung von unserem Musikteam, wo ich zu gehöre. Und danach gab es am Abend, Freitag bis Samstag, Nachtgebet vom Prayer House, zu der Gebetsgruppe, die ich gehöre. Ich war dabei. Und samstags gab es Hochzeit in der Gemeinde. Und als Gemeindetechniker muss ich auch da sein. War ich dabei. Ich war sehr bekannt damals in der Uni. Man hat mich damals einen Spitznamen genannt, Spiritual Brother, geistlicher Bruder. Überall, wo Befreiung dies gab, war ich da. Überall, wo Dinge bewegt werden, ich war da. Sogar unser Professor hat sich mal beschwert. Er fragte, bist du Student oder Gemeindemann? Weil er sieht mich überall. Es war so, dass ich keine Lust mehr hatte, in die Uni zu gehen. Wenn wir Programme Abend haben und ich sitze in der Klasse, es war für mich wie Zeit verschwenden. So, manchmal gehe ich gar nicht. Ich war so wunderbar damals, dass ich es genossen habe, in der Gemeindegelände draußen zu übernachten, als in meinem Zimmer. So, zweites Semester ist gegangen. Drittes Semester, eine Bewertung. Ich bin Platz 7 gekommen. Halleluja. Platz 7. So, noch ein Semester. Und das ist mir klar geworden. Junger Mann, wenn du so weitergehst, du schaffst es nicht. Meine Vision war, nach Deutschland zu kommen mit den Studenten. Mein Papa hatte kein Geld. Entweder du hast Stipendium oder du bezahlst alles selber. Und mein Vater damals hatte das Geld nicht. So, was habe ich gemacht? Rabboni zurückgetreten, Jugendgemeinde zurückgetreten. Ich bin von allen Gruppen zurückgetreten. Ich habe nur mittwochs, Boys Brigade, 16 Uhr bis 18 Uhr und dann Freitagnachtgebet und Sonntag 16 bis 18 Uhr. Und damals wurde für mich eine Gebetgruppe gegründet, Leute, die mich lieben und für mich beten, weil ich vom Glauben abgefallen bin. Sie lieben mich und sie besuchen mich und ermutigen mich. Sogar ein Bruder hat mich nicht mehr begrüßt, weil ich bin vom Glauben abgefallen. Aber ich weiß, ich muss irgendwie auf Platz 4 kommen. So, Bibliothek musste ich wieder heiraten. Ich habe Montag erklärt, Fastentag für mein Studium. Und nach 14 Semester, durch verschiedene wunderbare Prüfungen, es gab einen Tag, wo man das Ergebnis aussagt. Ich konnte nicht gehen, ich hatte Angst. Und ich habe geschlafen und als ich aufwachte, steht vor meiner Tür ein Zettel: Gratulation, du bist Nummer 3. Sprüche 29, Vers 18. Sprüche 29, Vers 18. Hat jemand die Geschichte verstanden? Ich hatte meinen Fokus verloren. War das schlecht zu beten? Nein. Aber alles hat eine Zeit und Platz. Sogar damals, unser Gemeindevorstand hat es uns verboten, dass die Jugendgemeinde nachts Gebet machen. Wir haben gedacht, sie waren nicht geistlich. So, wir haben mal draußen unter dem Baum gebetet. Aber ich hoffe, im Laufe der Zeit werden wir mehr verstehen. Habe ich Sprüche 29 gesagt? Vers 18. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk zugelöst, aber wohl ihm, wenn er das Gesetz bewahrt. Ein anderes Wort für Offenbarung ist, wo es kein Gesicht gibt. Ein anderes Wort für Gesicht ist, wo es keine Vision gibt. Auf Englisch steht, where there's no vision, the people perish. Wo es keine Offenbarung gibt, wo es nichts gibt, was man vor Augen hat, du bist zugelöst. Lass uns schauen, Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Unser perfektes Beispiel, Hebräer 12, 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete
und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Vision, was ist eine Vision? Wir reden heute darüber, das Leben mit einer Vision. Eine Vision ist ein festgesetztes Ziel, entweder von Gott gegeben oder von einem Mensch selbst ausgedacht, das der Mensch erreichen will. So einfach. Vision ist ein selbst festgesetztes Ziel. Mein Ziel in diesem vierten Semester war es, eine von den vier zu sein. Sogar ich fing an zu träumen, dass ich unter, ich sitze dann viele weiße Leute in der Klasse. Das war eine Vision. Eine Vision ist, was man vor Augen hat, was man haben will oder was man werden will. Und die Bibel sagt, wer keine Vision hat, was heißt zügellos? Was heißt zügellos? Ziellos, unbeherrscht. Wer keine Vision hat, wenn ich jetzt zum Bahnhof gehe und man fragt mich, wo gehst du hin, sage ich, weiß nichts. Da kann alles mit mir passieren. So Gott ruft uns und Gott hat uns so geschaffen, dass wir Leben mit Vision haben sollen. Es gibt Vision, die von Gott kommt. Geistliche Vision. Es gibt aber Ziele, die wir setzen dürfen. Es war nicht von Gott gegeben, Pascal, du wirst zu den vier gehören. Nein, ich habe das als Ziel genommen. Es gibt eine Gelegenheit, die erste vier, und ich schaute meinen Papa, dieser Mann hat das Geld nicht. So, ich muss dieses Stipendium haben. Und liebe, ich habe es genossen mit Stipendium. Es ist schön, mit Stipendium zu studieren. Es ist schön. Wir kommen rein, das erste Wohnung wartet auf uns, man hat uns vom Bahnhof abgeholt, man nimmt uns das Essen zum Essen. Und was ich seit Jahren essen wollte in Nigeria, Chicken and Chips, Hühnchen und Pommes. Ich wollte das schon mal Jahre essen. Und als ich da saß und ich sah Chicken and Chips, wow, Mensa, ich habe das reingehauen. Wir haben vergessen, dass in Deutschland man darf Knochen nicht essen. Wir haben vergessen. Wir haben das gegessen, Teller war leer. Und danach nimmt man uns zum Bank. Und ich durfte auf einmal 1000 irgendwas Deutschmark abheben und das ist mein Geld. Stipendium ist gut. Halleluja. Aber das Ziel war, das zu erreichen. Wer kein Ziel im Leben hast, für deine Ehe, was ist dein Ziel? Für dein Studium, als Student, was ist dein Ziel? Für eine Gemeinde, was ist unser Ziel? Was ist das, was wir vor Augen haben? Die Bibel sagt, Jesus hatte etwas vor Augen. Darum konnte er alles erdulden. Jesus wusste, wo er hingeht. Ein Mensch, der heute das probiere, morgen probiere, übernachten, morgen probiere, das andere probieren, hat kein Ziel. Und ein Mensch ohne Ziel, ein Mensch ohne Vision, alles kann passieren. Wenn ich jetzt in einen Zug reinsteige und ich weiß nicht, wo ich hingehe und ich habe kein Ziel, ich werde überall aussteigen können. Aber wenn ich weiß, wo ich hingehe und ich werde am Bahnsteig schauen und es steht Weimar. Gott sei Dank, der Zugsprechermann spricht rein. In kurzem erreichen wir Weimar, Hauptbahnhof, egal wie. Und du stehst auf. Warum? Du weißt, wo du hingehst. Und viele sind noch liegen geblieben. Sie wissen nicht, wo sie hingehen. Und sie werden hin und her gefickt von jedem Wind und jeder Bewegung. So Gott ruft uns, Männer und Frauen zu sein, die ein Ziel haben. Du darfst für dein Leben ein Ziel setzen. In den nächsten 3 Jahren, in den nächsten 4 Jahren, das und das will ich erreichen. So Vision ist ein Ziel, das festgelegt worden ist. Entweder von Gott oder von Menschen abgebaut. Und Gott erlaubt uns, Ziele zu setzen für uns, weil wir diese freie Wille sind. Nun, Gott wird uns weiterhelfen mit der Übersetzung.
Wir wollen heute nun folgende Dinge betrachten. Was sind die Eigenschaften einer Vision? Was macht etwas zu einer Vision? Oder ein Ziel? Wenn wir Vision nennen, lass uns das auch dein Plan, dein Programm. Was macht etwas zu einer Vision? Woraus besteht eine Vision? Nummer eins, lass uns mal Habakkuk betrachten. Habakkuk ist ein Buch im Alten Testament mit dem Prophet Habakkuk. Habakkuk Kapitel 2 ist, was ich immer Vision Kapitel oder Vision Bibelstelle nenne. Habakkuk Kapitel 2 Vers 1. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschaue halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Vision hat eine Quelle. Ein Ziel hat eine Quelle. Und das muss man sich fragen, was ist die Quelle meiner Vision? Wo kam diese Anweisung? Wer verlangt das von mir? Ist das meine Vision oder ist das Gottes Vision? Amen. Es ist sehr wichtig. Ich darf ein Ziel setzen. Ich darf sagen, in den nächsten 3 Jahren will ich das und das und das erreichen. Will ich meinen Bachelor haben oder wie auch haben? Ist das mein Ziel? Oder ist das von Gott? Aber egal wie, Vision hat eine Quelle. Von uns oder von Gott. Bitte, eine Vision darf nicht auf dich gezwungen werden. Eine Vision kommt natürlich zu dir durch eine Quelle. So, der Habakkuk sagt, ich werde warten und ich werde ausschauen und ich werde sehen. Vision ist, was man sieht. Wie du dich siehst, so wirst du werden. Wie du dich siehst, so wirst du werden. Was du nicht sehen kannst, kannst du nicht mehr haben. Das heißt, diese Vorstellung ist so stark bei dir, du kannst dir anderes nicht vorstellen, als das zu haben oder das zu werden, weil du dich so siehst. Und das wird dir helfen, in die Richtung zu wandeln. So, in Vision sieht man. Darum heißt es Vision. Nummer 2 Eigenschaft in einer Vision. Die Vision muss klar und deutlich sein. Es muss erklärbar sein. Lass uns Vers 2 lesen, Habakkuk Kapitel 2. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie im Tafel ein, damit man sie geläufig lesen kann. Eine Vision ist, was du erklären kannst. Wenn wir sagen, als Gemeinde, was ist deine Vision, wir sollen es aufschreiben können. Ich weiß damals, als ich noch studierte, meine Schwester hat mir einen Tipp gegeben, nicht studiert, aber Abitur. Und er sagte, Pascal, wenn du was gelesen hast, lerne das aufzuschreiben. Denn was du aufschreibst, vergisst du nicht schnell. Amen. Gibt es Studenten, ich hatte das. Was du aufschreibst, vergisst du nicht schnell. So, wenn du eine Vision bekommst, wenn du ein Ziel vor Augen bekommen hast, schreibe es auf. Du sollst es verfassen können, damit du das erklären kannst. Weil es Leute gibt, die Gott zu dir bringen wird, denen du das zeigen werden, die dich unterstützen werden. Wenn man dich fragen würde, was ist dein Ziel? Du sollst es einfach ohne hochgrammatische Sprüche sagen, das und das ist mein Ziel. Es soll lesbar sein, es soll einfach sein, es soll verständnisvoll sein, es soll erklärbar sein. Wenn jemand jetzt kommt und seine Vision sogar verwirrt dich, dann renne vielleicht weg von demjenigen. So bitte, Vision kommt klar und man kann es aufschreiben. Und darum lernen wir auch in der Gemeinde, in unserer Gruppenarbeit, dass wir unsere Ziele aufschreiben. Könnt ihr noch erinnern?
das Schreiben auf, es ist klar. So was man aufgeschrieben hat, es steht fest und es hat mehr Platz in unserem Herzen. Mit Vision, wie wir gelesen haben, Vers 2, die Bibel sagt, letzter Satz, damit man sie geläufig lesen kann. Man läuft mit Vision. Weißt du? Angenommen, ich wollte einer von den Besten sein der Klasse und ich komme in die Gemeinde und sage, ich habe ein Zeugnis, ich habe den Eindruck und ich bin entschlossen, ich werde einer von den Besten sein. Und Leute sagen alle Amen. Und ich gehe und ich lese, sorry, und ich setze mich hin und ich sage, oh Gott, ich danke dir. Ich gehöre zu den Besten. Aber ich mache nichts. Am Ende des Tages gehöre ich zu den Letzten. So, man bewegt sich mit der Vision. Man bewegt sich. Was du nicht bewegst, bleibt da, wo es ist. Wieso heiraten? Du bewegst dich. Was meinst du? Denn sprich, wenn du ein Mann bist, du musst eine Frau ansprechen. Und wenn du eine Frau bist, sei offen. Zeige deine grüne Licht, damit der Mann dich ansprechen kann. Sei freundlich und sei offen. Als eine Gemeinde, wenn wir eine Vision haben, wir müssen damit laufen. Und damit die Leute, die das auch lesen, mitlaufen können. Darum muss es klar und deutlich sein. Vision braucht, dass man damit läuft. Lass uns Philipper 3, 13 sehen. Philipper 3, 13. Philipper Kapitel 3, Vers 13 und 14. Bruder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich jage auf das Ziel zu. Du musst dich immer fragen, bewege ich mich Richtung meiner Vision? So, Vision beinhaltet, dass man sich bewegt damit. Wer sagt, er oder sie eine Vision hat, aber ist still gestanden oder festgesessen, denn es tut mir leid, der sie wird nicht ankommen. Vers 3, Habakkuk Kapitel 2. Habakkuk Kapitel 2, Vers 3. Vers 3. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit. Und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so wartet auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Es gibt eine Zeit für die Erfüllung einer Vision. Es gibt immer eine Zeit. Und da brauchen wir Gottes Hilfe, wenn Gott uns etwas zeigt, wenn Gott uns irgendwohin bewegt. In diesem Mikrowellenzeitalter müssen wir lernen, Gottes Zeit zu verstehen. So, Vision hat immer eine Zeit. Es gibt ewige Vision, es gibt Vision innerhalb einer Vision. Meine ewige Vision als Student war, Germanist zu sein. Aber die Vision in dieser Vision war, Stipendium zu haben. So, und diese Stipendium-Vision dauert nur, um zu erreichen, noch 4 Semester. So, innerhalb dieser 4 Semester musste ich das erreichen. So, es gibt Visionen, die festgelegte Zeit haben und das müssen wir erkennen. Ansonsten verpassen wir es. Aber es gibt auch Visionen, die Ewigkeit stehen und die man am Ende des Tages erreichen wird. Das erzählt, worauf wir jetzt kommen. Ich hätte gesagt, was sind die Feinde einer Vision? Aber ich habe ein anderes Wort benutzt. Worauf soll man achten, wenn er mit einer Vision leben will? Worauf soll der Mensch achten, wenn er mit einer Vision leben will? Das heißt, was sind die Dinge, die meine Vision in die Erfüllung bringen oder Dinge, die meine Vision töten kann? Was sind Dinge, die meine Vision in die Erfüllung bringen oder die meine Vision töten kann? Vergesse bitte nicht, Visionen sind festgelegte Ziele, entweder von Gott gegeben oder von uns selbst hochgenommen.
Und jeder Mensch muss ein Ziel haben. Ich habe mal einen Mann gesagt, wenn du dich hinlegst am Abend, du sollst dich fragen, was habe ich heute erreicht? Alvin. Bevor du deinen Tag begegnest, frage dich, was will ich heute erreichen? Was ist mein Ziel? Weißt du, manchmal du siehst Leute, die im richtigen Regen noch mit Fahrrad fahren. Warum? Sie haben ein Ziel. Sie wollten zur Arbeit rechtzeitig ankommen, habe ich recht. Und sie erlauben es nicht, dass Regen sich hindern. Wer kein Ziel hat, wer keinen Plan hat, wird alles erlauben. Und Satan sucht Leute, die keinen Plan haben. Wer arbeitslos ist, wird von Teufel, wenn ich arbeitslos meine, nicht Arbeit macht arbeitslos. Wer persönlich nichts tut, wer persönlich nichts vor Augen hat, wer kein Ziel hat, wo in das Richtung, dass er oder sie geht, Satan bringt dich dorthin, wo er will. So darum ist es für uns wichtig, wann auch immer, wo auch immer, ein Ziel zu haben. Du fährst in Urlaub. Was ist dein Ziel in Urlaub? Auszuruhen oder zu klettern? Es muss festgelegt werden. Meine erste Urlaub mit meiner Frau, Gott errette mich. Ich habe nicht gewusst, wie Urlaub ist für manche Leute. So mein Gedanke war, Urlaub nur schlafen. Aber nein, diese Frau hat schon die Orte alle gezeichnet, wo wir hingehen. Wir sind von morgen bis abend gelaufen. Aber jetzt weiß ich, wie Urlaub ist. Aber damals, ich habe nicht verstanden. So, was ist dein Ziel? Jetzt reden wir miteinander. Was machen wir? Wie viele Tage haben wir frei? Festgelegt, okay, dann weiß ich, dieser Tag, ich will durchschlafen. Also, das hat mit allem zu tun, was wir im Leben tun. Sage dich, was will ich erreichen? In meiner Ehe auch. Was will ich in meiner Ehe erreichen? Will ich nur eine schöne Frau, einen schönen Mann haben? Oder will ich eine freudige, friedliche, lebendige Ehe führen? Wenn du das vor Augen hast, dann arbeitest du in der Richtung. So, Nummer eins. Wenn wir mit Vision konfrontiert sind, wenn wir eine Vision vor uns stellen, wenn wir ein Ziel festlegten, sofort kommt Angst oder Furcht. Kann ich das schaffen? Satan kommt zu dir und sagt, du kannst es nicht schaffen. Und er zeigt dir, wie viele, die das versucht haben und versagt haben. Lass uns sehen, wie Gott mit Joshua umgegangen ist. In Joshua Kapitel 1, Vers 6. Joshua war der Nachfolger von Mose. Und er hatte ein Ziel, das Land als Erbe zu teilen bei dem Volk Israel. Joshua 1, 6 sagt, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich ihnen gebe. Gott sagt, sei stark und mutig. Lass mich ein Wort sagen und ich hoffe, dass man mich nicht missverstehen wird. Vision in der Erfüllung zu bringen, ist nur für starke Menschen. Hat Gott gesagt. Sei stark und mutig. So, diese Mentalität, ich muss schwach bleiben, bringt uns nirgendwo hin. Wir brauchen Stärke, aber die gute Sache ist, Epheser sagt, sei stark in der Kraft des Herrn. Ist das nicht wunderbar? Sei stark in der Kraft des Herrn. Aber du musst ja sagen, ich muss stark sein für diese Aufgabe. Ich sehe diese junge Dame, sie gefällt mir, ich will sie ansprechen, ich muss stark sein, Halleluja. Das Schlimmste, sie sagt mir nein und ich werde leben, weiter. Viele Männer aus Angst, aus Furcht, sie sind weich wie Kaugummi. Gibt es so ein Wort wie Kaugummi? Ab heute gibt es. Sie trauen sich gar nicht, eine Frau anzusprechen. Und sie beobachten, bis ein anderer Mann die Frau mit wegnimmt. Oder Schwestern auch. Sie haben Angst, einfach ja zu sagen. Nein. Die Bibel sagt, sei stark. Als eine Gemeinde,
Wenn Gott irgendwas sagt, wenn Gott einen Auftrag gibt, die Bibel sagt, sei stark. Amen. Furcht tötet. Angst tötet. Wer Angst hat, wer Furcht hat, wird nicht zum Ziel kommen. Wenn ihr Offenbarung liest, Kapitel 20, es steht sogar, die ängstlich werden das Reich Gottes nicht ererben. So, Angst zu haben ist nicht gut. Markus 5, 36. Jesus hat ein Wort gesagt. Markus 5, 36. Markus Kapitel 5, Vers 36. Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Was ist der Unterschied vom Furcht? Glaube. Fürchte dich nicht, glaube nur. In deinem Studium, glaube nur. In deiner Bemühung, bei der Arbeitssuche, glaube nur. Fürchte dich nicht. Lass die Schlagzeilen dich nicht in die Irre führen. Sie mögen Millionen von Arbeitslosen haben, aber du bist ein Kind Gottes. Fürchte dich nicht. Egal, was das sein mag, in deiner Gesundheit, Gott sagt, fürchte dich nicht, sei stark. Warum? Denn wer glaubt, ist stark. Lass uns kommen zu geistlichen Visionen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 24. 1. Thessalonicher 5, 24. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Diese Bibelstelle schenkt mir Ruhe. Wenn Gott uns eine Vision gibt, die Bibel sagt, Gott steht dahinter. Er ist treu. Egal wie schwach ich mag sein durfte, egal wie viele Mangel ich in meinem Leben habe, Gott ist treu. Und das ist die Stärke der Living Water Gemeinde. Living Water Gemeinde wurde mit einer Vision gegründet. Und es ist egal, was zwischendurch passiert ist, Gott ist treu. Pastor Pascal kann das nicht tun. Du kannst das nicht tun. Gott sagt, ich rufe euch und ich mache es. Ihr sollt nur bei mir bleiben und nicht aufgeben. So, habe Glaube. Gott ist fähig, auch was du deine Schwäche nennst, umzudrehen in eine Stärke. Treu ist er, der uns berufen hat. Der wird es auch tun. Noch eine andere Bibelstelle, Philippa 3, 4,13. Für deine selbst gebastelte Vision. Philippa 4, 13. Ich vermag alles durch den, der mich stärkt, der mich stark macht, Christus. Sag dir in deinem Studium, für deine Ehe, habe die Vision, keine Streit mehr mit meinem Mann. Habe die Vision, keine Streit mehr mit meiner Frau. Und sage dir, ich vermag es, mit meiner Frau friedlich zu leben. Mit meinem Mann, ich kann es. Das ist meine Vision. Gott, gib mir Gnade. Ich kann es. Auch wenn du heute wieder versagst, sag dir wieder morgen. Nein, das ist meine Vision. Ich gebe nicht auf. Leute, die aufgeben, haben ihre Vision verloren. Leute, die aufgeben, haben ihre Vision verloren. So, man braucht Glaube. Der Glaube stärkt uns in der Zeit der Schwäche. Der Glaube stärkt uns in der Zeit des Zweifels. Der Glaube stärkt uns in der Zeit des Unwissens. So, Nummer eins, was man achten muss in der Visionsleben, ist Furcht verbannen, Glauben aufbauen. Hat jemand das verstanden? Furcht verbannen, Angst verbannen, die Lüge Satans verbannen. Menschen werden dir sagen, du kannst es nicht schaffen. Verbanne das und nehme Angst. Mit Gott kann ich über die Mauer springen. Nummer zwei. Worauf man aufpassen soll in der Vision? Gib mir 1. Könige, Kapitel 20. 1. Könige, Kapitel 20. Verse 39 bis 40. 1. Könige 20, 39 bis 40.
Und es geschah, als der König vorbeiging, da rief er den König an und sprach: Dein Knecht war dem Kampf gezogen, und siehe, ein fremder Mann trat herzu und brachte einen Mann zu mir und sprach: Bewache diesen Mann. Wenn er vermisst wird, so soll dein Leben für sein Leben haften, oder du sollst ein Talent Silber bezahlen. Und es geschah, während dein Knecht hier und dort zu tun hatte, da war er verschwunden. Der König von Israel sprach zu ihm: Genau so soll dein Urteil lauten, du hast es selbst gefallen. Meine Erfahrung in der Uni: Gebet ist nicht schlecht, Amen. Gottesdienst zu besuchen ist nicht schlecht. Aber ich habe vergessen, dass ich Student war. Kann man das verstehen? Ich habe vergessen. Ich war Student. Und ein Student soll studieren und lernen und Abschluss haben. Okay, kann jemand jetzt hier kommen als Student und sagen: Halleluja, ich habe ein Zeugnis, ich bin ausgeflogen von der Uni, weil ich schlechte Noten habe. Ist das ein Zeugnis? Aber ich bin abgelenkt worden von den geistlichen Aktivitäten. Habe ich etwas gelernt? Diese Aktivität hat mich aufgebaut, glaub mir. Diese Gebete waren nicht umsonst. Die ganze Dienste waren nicht umsonst. Ich habe viel gelernt. Aber man darf nicht vergessen, was man ist. Und darum werden wir in dieser Gemeinde niemals einen Studenten unter Druck setzen. Ich sage dir, sobald ein Student sagt, ich kann nicht kommen, Halleluja, ich will, dass du erfolgreich wirst. Aber verliere deinen Glauben nicht. Es wird Ablenkung gegeben. Kennt ihr Jesus? Schon mal von Jesus gehört? Sein Ziel war es, für uns zu sterben. Aber wisst ihr, man wollte ihn König machen. Wer hat das gelesen? Die Juden wollten ihn König machen. Wer will nicht König sein? Wer will nicht König sein? Aber Jesus wusste, ich bin nicht gekommen, König hier zu sein. Und er ist abgehauen. Lass mich das Wort benutzen. Oder er ist verschwunden. Jesus hat erkannt, das ist eine Ablenkung. Und er hat dieses Angebot abgelehnt. Wenn du eine Vision bekommst, es wird immer Ablenkung geben. Leute werden zu dir kommen, dir was anderes sagen. Satan wird zu deinen Gedanken kommen, in Fernseher, wie auch immer. Aber sei Ziel festgesetzt mit deiner Vision. Erlaube keine Ablenkung. Jesus hat nur das Kreuz im Herzen. Immer und immer hat er immer gesagt: Zerreiße diese Mauer, in 3 Tagen wird aufgebaut werden. Und der Menschensohn wird sterben, in 3 Tagen kommt er zurück im Leben. Warum? Er muss das immer vor Augen haben. Das war sein Ziel, dafür ist er gekommen und nichts konnte ihn davon abhalten. Und sogar, als man sagte, wenn du nach Jerusalem gehst, du wirst verhaftet werden, er ist trotzdem gegangen. Sein Ziel ist, das Kreuz zu erleben, wegen mir und wegen dir. So, Ablenkungen sind Dinge. Und bei Jesus haben wir gesehen, er hat seinen Fokus nicht verloren. Weißt du, ich konnte mich fragen, wie hat er alles geduldet? Weil er vor Augen das hat, das Kron, die Herrlichkeit. Weil er die Freude im Himmel sah. Weil er mich und dich sieht, befreit von Satan. Und dafür ist er alles, hat er alles geduldet. So, bitte erlaube keine Ablenkung in deine Vision. Nummer 3, worauf man achten soll, ist, was ich Selbstsucht nenne oder Fleische. Also Fleischlichkeit, im Fleisch zu wandeln. Selbstsucht. Ich habe nochmal analysiert meine Geschichte. Und ich habe es festgestellt, was mich weggenommen hat von meiner Vision, war die menschliche Ehre, die ich immer bekommen habe. Du sollst mal vorstellen, wie man mich begrüßt, wenn ich komme. Du sollst mal vorstellen, was für Respekt ich hatte. Die ganze größte Studentengruppe in meiner Uni, ich war Freunde mit den Leitern, nicht mit Leiter. Wir wussten alles, was im Studentenkreis passierte. Verstehst du mich? Als wir Studentenwerk in der Uni, ich denke, es gibt sowas auch in Deutschland, in der Uni, die Studentenwerk hat einen Präsident. Wir haben einen Christ organisiert, dass er Präsident von Studentenwerk wird. Wir waren eine Macht.
Sogar die komische Sache damals war, wie nennt man das? Man sagt Secret Court auf Englisch. Aber die Gangs in der Uni, sogar sie haben Respekt vor Pascal. Die Gangs haben Respekt vor Christen, glaub mir. Bei mir. Wenn jemand ein wahrer Christ ist, sie haben Respekt. So, wenn jemand ein Problem hat, mein Nachbar hatte ein Problem mit den Gangs, ich habe gesagt, sage dem, du bist Pascals Sohn im Glauben. Und als er denn das gesagt hat, so, aber was ist passiert? Alles ist in meinen Kopf gegangen. Jetzt bekomme ich diesen Lob, verstehst du mich? Jetzt Pascal, spiritual brother, geistiger Bruder, und ich bin weg von Gottes Ziel. So, meine ganzen Errungenschaften waren nicht mehr, um Gott zu ehren, es war, um mich voll zu machen. Und dann bin ich weg, bis ich Buße getan habe bei Gott. Bis ich zu Gott gesagt habe, Gott, vergib mir, helf mir, ich will dir dienen. Und Gott hat mich zurückgebracht. War das bei Jesus auch? Er konnte einfach alles für sich haben. Im Garten Gethsemane, er weinte. Sein Leib wollte nicht zum Kreuz gehen. Er hatte dieses Schmerzmenschengefühl. Er sagte, Vater, wenn es möglich wäre, lass diesen Kelch über mir gehen, aber nicht meine Wille, deine Wille geschehe. Welche Rolle spielt Gott der Ehre in deinen Plänen? Öffnen wir mit einem Kolosserbrief 3,17. Kolosser 3,17. Kolosser 3,17. Und was auch immer ihr tut, in Wort oder Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater durch ihn. Was auch immer deine Vision ist, warum willst du diese Frau heiraten? Hat Gott eine Rolle zu spielen? Warum willst du dieses Geschäft öffnen? Hat Gott damit eine Rolle zu spielen? Oder du willst dieses Geschäft öffnen, um zu zeigen, dass du auch Geschäft machen kannst? Der Gottfaktor in der Vision. Unsere Vision soll dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird. Und während wir in dieser Vision laufen, als Gemeinde auch, unsere Vision ist nicht besser zu sein als andere Gemeinden, nein. Unsere Vision ist es, dass Gott verherrlicht wird in dieser Gemeinde. So, der Gottfaktor, was ich das nenne. Lese zu Hause Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, Christus soll in uns leben. Nummer 4, worauf man achten soll, wenn man eine Vision hat, wenn man ein Ziel vor Augen hat, erlaube keinen Alleingang. Sich beraten lassen. Amen. Es gibt Leute, die schon da gewesen sind. Mein Mentor hat mir erzählt, als sie Uni bauen wollte in Nigeria, Covenant University. Sie haben Leute nach USA geschickt, zu Oral Roberts University, die allererste christliche Universität in der Welt überhaupt. So, sie haben Leute dorthin geschickt, zu studieren. Ich meine, zu lernen, wie sie das, die Dinge da machen. Sie haben da Zeit verbracht und sie sind mit Wissen gekommen. Und plus was er von Gott bekommen hat, boom, haben sie eine Uni gebaut. Die Bibel sagt in Sprüche, öffne mit mir 15, Sprüche 15, Vers 22. Sprüche 15, Vers 22. Wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Halleluja. Wo es keine Beratung gibt, da scheitern Pläne. Versuche es nicht allein durchzuziehen. Versuche es nie. Suche jemanden, der Erfahrung hat. Damals bei uns in der Uni, meine Gemeinde ist erfüllt von Professoren. Sie haben uns immer gewarnt. Ihr seid Student, ihr seid Student. Aber wir dachten, sie sind alt. Die Bibel sagt, junge Männer werden Vision haben, alte Leute werden träumen, sie sind alt. Wir sind jung, lass uns in Ruhe. So haben wir diese Leute betrachtet.
Aber sie versuchen, sie waren, sie sind Professoren, sie versuchen uns zu sagen, wenn ihr erfolgreich sein sollt, ihr müsst lernen. Wir sagen, nein, Gott dienen, für Gott leben, beten. So, jeder braucht eine Beratung. Frage dich, wer hat das geschafft, was ich schaffen will? Und fing an, ihm sie zu studieren. Und Leute, hör mal zu, Leute, die dich mit ihrer komischen Beratung dich vom Ziel wegnehmen wird, trenne dich von dem. Es gab einen Menschen damals, 93. Ich bin ihm begegnet vor 2 Monaten. Und ich habe etwas erzählt, was ich tun werde, wenn ich das hier habe. Weißt du, wenn ich das habe, ich werde das ja tun. Und ich bin sicher, das wird wunderbar sein. Und er sagte mir, vergiss es. Als Ausländer, du schaffst das nicht in Deutschland. Und das war für mich, der ist nicht mein Freund. So was will ich nicht hören. Ich will jemanden, der mich ermutigt. Ich will jemanden, der mich ermutigt, nicht entmutigen. Du hast ein Ziel, du hast etwas und du kommst, ah, das wird nicht geschehen, vergiss es, geh weg von ihm. Suche Leute, die dich ermutigen werden. Aber lass mich noch etwas sagen. Wenn es von Gott ist, auch wenn du Fehler machst, und fasch Leute anvertrauen und sag, Gott ist fähig, der Gott Josefs. Der Josef, trotz alles, was seine Geschwister ihn angetan haben, auf den Thron gebracht hat, er wird dich dorthin bringen, wo du hinkommst. Ja, es wird komische Leute geben, es wird komische Ratgeber geben, aber lasst uns gut suchen, die wahren Leute, die uns mitnehmen werden. Suche Leute in der Gemeinde. Leute, die an Jesus glauben, Leute, die dich ermutigen werden, auch wenn du anfängst, müde zu sein, weil der Weg konnte steinig sein. Wenn du anfängst zu zweifeln, Leute, die dich weiter ermutigen werden, unser Bruder gibt nicht auf, Schwester gibt nicht auf. Nicht Leute, die sagen, ich habe das schon gesagt, es funktioniert nicht. So, suche dir Beratung. Wahre Beratung. Ermutigende Beratung. Herausfordernde Beratung. Gottgegebene Beratung. Nummer 5. Was wir auch in der Zeit der Vision brauchen, ist Geduld. Sprich mal nach Geduld. Es gibt Zeitgrenze Visionen. Da muss die Zeit anhalten. Aber es gibt andere Visionen, was Ehe angeht, was Kinder angeht, was Durchbruch angeht, was Gott dir gesagt hat. Da müssen wir lernen, geduldig zu sein. Auf Gott zu vertrauen. Lass uns noch mal lesen, was Habakkuk sagt. Kapitel 2, Vers 3. Habakkuk 2, 3. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit. Warte mal. Es gibt Zeiten, die nur Gott bestimmt hat. Und oft sagt er uns nicht. Aber das Ding wartet auf die bestimmte Zeit, wenn wir bei Gott bleiben. Und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Halleluja. Hat Gott dir eine Vision gegeben? Hat Gott dir einen Eindruck gegeben? Gebe nicht auf. Warte weiter, schmeiße nicht hin, bleibe bei Gott, so wie Abraham gemacht hat. Vertraue ihm weiter. Dieser Gott, der das Ende in der Erfüllung bringt, er wird das machen. Haben wir mitbekommen, dass in der Vision auch Gott zeigt uns das Ende, aber oft zeigt uns nicht den Weg dorthin. Wenn Gott Josef gezeigt hätte, Josef, um diesen Thron zu besitzen, wirst du verkauft werden als Sklave. Du wirst in Gefängnis gehen müssen, beschuldigt. Ich denke, er würde sagen, lass mich Papas Sohn bleiben. So manchmal die Visionen, diese Ziele, die wir festlegen, bringen uns durch Wege, die wir noch nie erkannt haben. Aber dafür brauchen wir Disziplin, Hingabe und bereit sein, viel zu dulden. Halleluja. Wir brauchen Disziplin, Hingabe und die Bereitschaft, viel zu dulden. Jesus, der die Menschen geschaffen hat
wurde von Menschen geschlagen. Verstehst du mich? Die schlagen ihn, gebunden mit Kette. Sie spuckten auf ihn. Und er weiß, ich habe dich geschaffen. Ich muss noch so machen, du bist verschwunden. Aber sein Ziel ist nicht, seinen schönen Körper zu schönen. Sein Ziel ist es, auf dem Thron zu sitzen. Weißt du, wenn du das Ziel vor Augen verlierst, dann wirst du nicht mehr dulden können. Ich will dich gratulieren, wenn du leidest wegen deiner Vision. Es ist eine Gratulation. Wenn du leidest wegen deiner Vision, ich will dich gratulieren. Ein Bruder von mir, der irgendwo arbeitet und seine feste Einstellung haben will, auch wenn es ihm nicht gut ging, er ist immer noch zur Arbeit gegangen. Warum? Er hat ein Ziel. Er will eine feste Einstellung haben. Das, was er gelitten hat, viele werden zu Hause 2 Wochen bleiben. Aber er will guten Eindruck geben. Er will diese Einstellung haben. Und er musste diese Schmerzen dulden. Und Gott im Himmel macht das auch für ihn wahr. Ein Bruder sagte mir, Bruder Pascal, wenn ich das sage, was ich in meiner Ehe lebe, wow, aber ich will eine gute Ehe haben. Ich muss oft schweigen. Ich muss oft viel annehmen von meiner Frau. Nicht, weil ich kein Mann bin, aber ich will Frieden. Halleluja. Ich will Freude. Bist du bereit, für deine Vision zu bezahlen? Wir als Gemeinde, sind wir bereit, für diese Vision hinzugeben, für diese Vision? Vision ist nicht nur, was man mit Mund macht. Man bewegt sich damit. Vision ist nicht nur, was man erzählt. Man bewegt sich. Soll ich euch erzählen? Als ich alles abgeben musste von meinen geistlichen Aktivitäten, es war auch mir nicht einfach, was ich über mich gehört habe von Leuten. Es war mir nicht einfach. Sie haben Geschichten erzählt, die nicht da war. Weil wenn jemand nicht mehr in die Gemeinde kommt, wenn jemand nicht mehr zu uns gehört, ist abgefallen. Ich habe Dinge gehört über mich und es stimmte nicht. Aber ich musste damit leben, weil ich will Stipendium haben. Bitte, egal was das Ziel ist, es wird Zeiten kommen, wo Zweifel kommen werden. Es wird Zeiten geben, wo Menschen dich in die Ehre schieben werden. Es wird Dinge geben, die dich konfrontieren werden und dich entmutigen werden, wollen. Aber sage dir, ich erlaube es nicht. Jesus, mein Meister, hat es geschafft und ich werde nicht aufgeben. Man diszipliniert sich. Und was andere Dinge werden unwichtig sein. Wenn du eine Vision vor Augen hast, alle anderen Dinge werden unwichtig sein. Wie man dich nennt, was man über dich sagt, ob du gefrühstückt hast oder nicht, sie werden unwichtig sein. Was man Jesus angetan hat, kennt er Philippus, also Stephanus. Als man Stephanus gesteinigt hat, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man gesteinigt wird. Aber ich weiß, auf dem Spielplatz, man hat schon einen Stein auf mich geworfen. Es tut weh. Ich weiß, auf dem Spielplatz, leider, ich habe schon mal einen Stein auf jemanden geworfen. Ich hoffe, das Kind hört nicht. Und ich habe seinen Kopf getroffen. Da ist etwas Blut rausgeflossen. Aber stell mal vor, der Mann Stephanus stand da und sie steinige ihn. Und sie steinige ihn. Aber Stephanus sah Himmel und er sah Jesus stehen. Und statt Aua zu sagen, er sagte, Papa, vergebe. Wenn du deine Vision verlierst, du wirst reagieren, wie die Welt will. Aber wenn du deine Vision vor Augen hast, Himmel wird deine Reaktion steuern. So, was wollen wir heute erreichen? Eines, wir wollen Menschen sein mit Vision, wo wir arbeiten, in unseren Beziehungen, in unserer Gesundheit. Wir wollen Menschen sein mit Vision. Auch ich will abnehmen. In einem Jahr will ich abnehmen. Und ich sage, ich will so viele Kilo abnehmen. Und was machst du? Du gehst joggen. An den ersten Tag, du bist müde. Aber du machst weiter. Warum? Du willst abnehmen. Und am Ende des Tages musst du eine Hose kaufen. Warum? Die andere Hose ist zu groß. Das ist eine Vision. Verstehst du mich? Es hat, was ich heute gepredigt habe, ist nutzvoll für alle Menschen. Christ oder nicht Christ. Aber die gute Sache ist, wir Kinder Gottes haben mehr Chance,
Weil mit Gott, mit uns, auch wenn ich 10 Kilometer joggen gegangen bin und ich sollte dafür nur 1 Kilo abnehmen, Gott ist eine Gnade, kann das 3 Kilo machen. Warum? Er ist ein guter Gott. So, auch wenn ich das mache, auch wenn ich mich hingebe, egal wie, auch wenn ich das dulde, am Ende des Tages, das, was ich dulde, das, was ich dulde, wird mich nicht umbringen, sondern wird mich vorwärts bringen. So bitte, frage dich, habe ich eine Vision? Frage dich, habe ich ein Ziel für mein Leben? Habe ich ein Ziel für diese Woche? Habe ich noch ein Ziel für heute? Was ist mein Ziel für morgen? Was will ich erreichen am Ende dieses Jahres? Frage dich, geh zu Gott und nehme etwas und geh dafür. Und Gott im Himmel wird dir helfen. Im Namen Jesus. Amen.